platzt der Vogel, Bruder, in meinem Büro. Da denke ich mir, was kommt wieder für eine bescheuerte Idee. Aber zum ersten Mal hat mir die Idee gefallen. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Und es waren einige. Die müssen wieder Pranks drehen. Die müssen wieder dicke, fette Pranks drehen. Wir haben doch schon alles gemacht. 2018. Ja, wir haben vieles gemacht, aber wir haben vergessen, wofür wir stehen. Für qualitative, gute Pranks. Und das ist das erste Video in dem neuen Jahr. Und dieser Prank muss knallen. Also kommen wir 2019 wieder zu Fax TV A zurück, oder was? Korrekt. So wie die Leute es gewohnt sind von uns. Genau. Okay, wen pranken wir denn? Also Gehör fällt raus. Warum? Wer bleibt? Alpi ist nicht hier. Alpi werden wir pranken und wir haben einen neuen im Team. Ah ja, hast du einmal voll vergessen. Abdel ist der im Team Fax TV? Doppel-A's. Fax TV nicht. Boulevard-Team, Boulevard-Influence. Ja, Boulevard-Influence. Und wir müssen den auch irgendwie begrüßen, den Kollegen. Als wir in Marokko waren, ne, hat er großkotzig gesagt, mich könnte nicht so leicht sprechen. Stimmt, ey, nein, verstanden. Ja? Du warst aber gar nicht in Marokko, wie geht das sein? Das stimmt. Aber ey, was für ein Prank? Irgendwas mit Tieren? Nein, nichts mit Tieren, wir haben zu essen. Geht es um Alpi oder Abdel? Beide. Wir versuchen beide. Ja, das war wirklich so, dass wir uns hingesetzt haben und uns überlegt haben, was für ein Video können wir fürs neue Jahr drehen. Und dann haben wir letztendlich 1 und 1 zusammengerechnet. Abdel ist neu im Team. Wir sind frustriert, wir haben Wut, die wollen wir bei Abdel rauslassen. Das war's. Welche Wut? Also der Frust für die schlechten Klicks in den letzten Monaten. Also nach hinten aus haben wir offen, ne? Also die macht zwar um 18 Uhr zu, aber die wird ja für den Laden. Ja, dann ging's los. Wir haben uns alle zusammengetrommelt mit unserem Manager, da unser Manager quasi den Drahtzieher spielen musste. Und haben dann wirklich 3 Tage intensiv geplant, strukturiert geplant, damit dieser legendäre Prank nicht schief läuft. Die Idee ist, am Ende des Tages wird Abdel eine Massage von einer Frau bekommen, denkt er. Aber die Sache ist, diese Masseurin wird ausgetauscht mit einem Masseur. Und dieser Masseur hat es wirklich in sich. Wie weit sind wir? Wir haben hier 2 Kameras. Einmal hier diese Kamera, hier vorne. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Das hier? Das hier? Der kleine Knopf hier. Knopfkamera. Die braucht ständig Akku, bzw. eine Powerbank, aber das ist auch easy. Und die andere Kamera ist die hier. Das Ding hier. Das Ding ist, die Kameras funktionieren, die nehmen HD auf, aber die sind labil, die sind unzuverlässig. Die können jeden Moment abspringen. Also so wie der Alpi. So wie der Alpi. Heute krankheitsbedingt abgesprungen ist. Ja, und nach langer Abstinenz haben wir uns wirklich auf Alpi gefreut, um ihn zu pranken. Was passiert? Alpi sagt, er ist krank. Alpi ist raus. Zum Glück hatten wir noch Abdel. Ja, der Abdel müsste auch gleich schon da sein, oder nicht? Murat. Ja, ich guck dir mal an. Der ist doch vor so 45 Minuten losgefahren. Oh, warte, falsche Nummer. Das ist schon gut. Falsche Abdel. Also das war der korrekte Abdel, den wir jetzt aus Versehen angehört haben. Ja. Ja, hallo? Ja, guten Tag. Guten Tag, wer ist denn da? Sprich da mit einem Abdel. Ja, also jetzt gerade bin ich noch an der Art. Auf der was? Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Fuck, hä? Auf was bist du? Alter, ich hab irgendwas kaputt gemacht. In Arnheim. In Arnheim, du meinst, du hast das Verkehrsschild Arnheim gesehen, Alter. Ja. Nein, sag, welche Höhe bist du? Bruder, Arnheim ist in Holland, Digga, was laberst du? Da bin ich zu weit gefahren, war Nein, sag mal, Bruder, wo bist du? Wo bist du? Scheiße, ich kann zurück. Probiert durch die Grenze und so, braucht ihr was aus Holland? Ich bin gleich da, 5 Kilometer. Wie viel? 5 Kilometer. Und jetzt muss es schnell gehen. Abdel hatte noch 5 Kilometer, das sind so ungefähr 10 Minuten. Und es musste noch alles vorbereitet werden. Im Massagesalon mussten die Kameras positioniert werden. Und wir können ja nicht einfach alle Mann das Büro verlassen. Deswegen haben Mo und Bruder
einfach so getan, als ob die Termin haben. Und wir haben dann einfach ganz normal hier im Büro ein bisschen mit dem Abdel PlayStation gezockt, Mustafa hat mit dem FIFA gezockt. Ich hab den abgezogen. Ja, wir sind dann im Beauty-Salon angekommen, haben uns die Räumlichkeiten da angeguckt, haben die Masseurin kennengelernt, haben die Kameras installiert und auch den besagten Masseur kennenlernen dürfen, der kein Masseur ist, sondern Profi-Thai-Boxer mit sage und schreibe 130 Kilo, ist das auf jeden Fall schon eine Nummer und die Nummer sollte dann Abdel so richtig kennenlernen. Alles war vorbereitet, jeder war eingeweiht, jeder wusste, was zu tun ist und da konnte auch schon die Show beginnen. Servus! Ja, Jungs, hier, das ist die Killerin. Nein, das ist die. Aber das ist Abdel. Das ist Gewehr. Das habe ich gehört. Okay, ja, Musab. Ich bin der Erste. Nein. Musab, Güven, Ricky. Ja, dann ging es dann los. Leider konnten wir nicht filmen, wie Abdel sich da aussieht, aber da lag er schon, halb nackt in Boxershorts, eingehüllt und dachte, jetzt bekommt er eine Massage von der Masseurin. Aber natürlich wurde ihm da auch gesagt, dass er sich nicht bewegen soll, dass da Nerven eingeklemmt werden können. Und da hat der liebe Abdel sich auch schön dran gehalten und hat einfach nur trocken nach unten geguckt. Wir standen dann im Nebenraum, haben uns das ganze Spektakel live über die Kameras anschauen können, mussten aber leise sein, natürlich. Oh, mein Nacken! Oh, ey,
Wir sind so glücklich, ne? Ich schwitze. Ich hab mal diese Schmerzen. Ich hab alles im Plan. Alles ein Plan. Er hat gesagt, Massage. Ich hab Angst, dass ich so komme. Ich hab wieder reingemacht. Ja, what the fuck, ey? Ich konnte dann macht er so weiter. Und ich denke mir, ich hab die ganze Zeit, wo ist denn die Frau? Massage. Ich sag, okay. Ich bin ein anderer. Da war eine Kamera. Abboden, hab ich verprügelt. Guck mal, das ist die Kamera. Das siehst du auch so genau. Abboden! Boah, der war richtig. Gib mir mal Klamotten, da hab ich verprügelt. Da hab ich verprügelt. Bruder, ich hab noch nicht. Ey, zeig mal dein Gesichtsausdruck! Nein, aber! Mann, du musst zeig mal Gesichtsausdruck! Alles! Dauerhafte Haarentfernung, Zahnauffällung, Fett weg ohne OP, sowas, denk ich. Was gibt's noch? Was gibt's noch? So für Gesichtsbehandlung, Reinigung, Pupen. Braucht ihr auch, glaub ich, ne? Boah, ihr habt mich auseinandergenommen! Ey, das ist ja richtig lecker! Wow, wie Junge, nach unten! Bruder! Willkommen im Team! Willkommen im Team! Ey, Bruder, ich hab, als ich den gesehen habe, so ein anderer, okay, und ich guck dir an, der ist schwarz, das kommt nicht gleich aus, das ist ganz anders. Und mit Handtuch sagt Massage. Ich bin anderer Massage. Ich mach einfach komm wieder runtergeworfen. Komm, mach. Vergewaltige mich auch, was du willst. Wir sind mit einem geilen Prank in 2019 gestartet. Oh, falls ihr mehr Pranks wollt. Freunde, also das ist echt kostenlos für euch. Daumen hoch geben, ist nicht zu viel verlangt. Kommentiert, wie ihr das Ganze fandet. So. Uns hat es mega viel Spaß gemacht. Ey, wir sitzen seit drei, vier Tagen an dieser ganzen Geschichte. Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Das war richtig geil. Falls ihr Bock auf weitere solche Aktionen habt, dann unterstützt uns natürlich, teilt und verbreitet das Video. Zeigt es euren Freundinnen und ich glaube, das ist das Mindeste. War echt das abonniert auf jeden Fall. Boah, das ist das Stabilste. Respekt, dass ihr es geschafft habt. Das war's. Ey, das ist geil. Und das schafft echt kein Fake-Prank. Ich schwöre, das ist nur so von dieser. Boah, diese Erfahrung ist krank. Ein voller Erfolg? Definitiv. Voll. 2019. Wird unser Jahr. Das haben wir auswendig gelernt. Ich geh jetzt schlafen, Mann. Hau ab. Ja, Arschlöcher. Let's go! No masterpiece. Hey. 10 bad bitches and they after me. Bang.